Hier also eine Beispielaufgabe, wie man mit Hilfe von zwei Punkten die Normalform findet, also wie man eine Geradengleichung aufstellen kann. Als erstes brauchen wir die Steigung. Die Steigung setzt sich zusammen aus dieser Formel yb. Das ist dann genau der hintere Wert, also der y-Wert von meinem zweiten Punkt. Also ist die Steigung von pq yb das hier minus der y-Wert von a, der lautet 2. Dann muss ich nach unten gehen, also einen Bruchstrich machen. Dann nehme ich den x-Wert von meinem zweiten Punkt. Hier heißt er zwar b, aber hier heißt er q, deswegen gehe ich hier hin. 2 minus und dann den x-Wert von meinem ersten Punkt. Da war der a, hier heißt er q. Dadurch, dass das ein wieder negativer Wert ist, muss ich da wieder Klammern setzen, also minus minus 3. Und damit ergibt sich eine Steigung von pq mit minus 4 Fünftel. Für die normalen Form oder für die Normalform brauche ich allerdings y gleich mx plus t. Nun kann ich aber diese Informationen, die ich bisher habe, in diese Normalform reinpacken. Denn ich habe ein y gegeben, das ist zum Beispiel eine Koordinate hier von diesem Punkt. Ich habe ein x gegeben, das ist die Koordinate von diesem Punkt. Oder ich nehme eben die von dem Punkt q, kann ich auch machen. Also der x-Wert wird hier reingesetzt, weil er da dran steht. Der y-Wert wird nach links gesetzt, weil er bei der Normalform hier steht. Und das minus 0,8, das ist die Steigung. Die habe ich hier nur in den Dezimalbruch geschrieben. Und jetzt haben wir eine Gleichung, die wir nach t auflösen können. Also plus 1,6 auf beiden Seiten. Hier sehen wir nochmal, wie das Ganze sich verbindet. Und dann ist t gleich minus 0,4. Jetzt habe ich t, jetzt habe ich die Steigung und jetzt kann ich das in die Normalform packen. Also die Schwierigkeit ist, oder die Reihenfolge, die wir einhalten müssen, zuerst wird die Steigung mit der Formel berechnet, dann wird ein Punkt, egal ob der oder der, und die Steigung in die Normalform eingesetzt. Als drittes wird dann t berechnet durch Äquivalenzumformung und als viertes muss ich immer noch m und t wieder in die Normalform einsetzen, weil das ist genau das, was ich dann suche. Die Geradengleichung von pq, die lautet y gleich minus 0,8x minus 0,4.